Seid gegrüßt, liebe Empire-Fans. Herzlich willkommen zur neuen Folge von meinem Good Game Empire Let's Play. Heute machen wir gemeinsam mal wieder ein Level Up. Und zwar bin ich aufgestiegen zu Level 44. Ich bin so glücklich. Auf einer Seite bin ich natürlich glücklich, dass ich die Level mache. Auf der anderen Seite finde ich, hänge ich ganz schön hinterher mit den Forschungen, mit der Nahrungsproduktion, mit der Geldproduktion. Rubis habe ich auch keine. Ja, aber. Gut, ich habe ja nur den einen großen AP beim letzten Mal, als wir die Leilani-Burg aufgebaut haben zusammen, habe ich ja die ganzen APs bekommen. Und jetzt ist natürlich ein Unterschied, ne? Ich baue mir zwei APs von Grund auf neu auf. Ja, und dann dauert es natürlich. Ja, und dann mit der Kohle. Ich habe den Technikus natürlich jetzt nicht einfach wieder stehen lassen. Ich habe den genutzt und ja, deswegen habe ich jetzt wieder nur 130.000. Aber das wird schon. Jeden Tag die Türme machen, wenn die erstmal auf Endlevel sind. Also bei allem bin ich gut dabei. Ich mache mir immer im Eis und hier in der grünen Welt mache ich mir jeweils immer einen Endturm. Ja, und wenn die dann fertig sind, dann gehe ich zum nächsten. Aber richtig cool jetzt mit dem Level Up. Wir können nämlich jetzt den Steinbruch auf Stufe 11 bauen. Allerdings erst, wenn das Lager des Architekten da ist. Und die Olivenpresse Stufe 1. Ja, und 60 Rubine gibt es dazu. Das passt mir ganz gut, denn ich muss da so eine Quest machen. So gut, dass wir jetzt nicht noch mehr Gebäude bekommen haben. Ne? Also, ich habe gerade versucht, der Lars und der Coucher, ist ja jetzt gerade früh am Morgen, gerade mal 8:30 und Lars und Coucher sind schon im TS und ich wollte eigentlich zusammen mit denen eine Folge machen, aber irgendwie nimmt Bandicam nicht richtig auf. Ja, ihr seht immer noch das Wasserzeichen, das tut mir wirklich leid, aber ich werde Bandicam jetzt nicht nochmal kaufen, denn das ist ja jetzt nur vorübergehend, dass ich hier über den Laptop aufnehme und ja, bald wird auch wieder eine bessere Tonqualität kommen, dann kann ich nämlich wieder mit meinem Breitbandmikro aufnehmen. Aber wir müssen uns jetzt einfach damit erstmal zurechtfinden bis zum 1.10., weil dann kommt nämlich der Techniker von der Telekom und dann werden wir auch wieder meinen PC benutzen können zum Aufnehmen. Erstmal wieder dann alles einstellen und so. Aber das wird schon. Das kriegen wir schon wieder hin. So, mal kurz dem Hater helfen, dem Lars. Und, Sabotage erfolgreich. Sehr schön. Ein besonderes Angebot. 3 Tage Laufzeit für Premium-Modus für 2.990. Ja, stark limitiertes Angebot. Ja, nee, ist mir trotzdem zu viel. Angriff Sieg, Barbarenturm. Nee, Quatsch, das waren die Raubritter. Anzahl der gefallenen Angreifer. Boah, letztens habe ich wirklich, da hat dieser Edelstein gegriffen, ja? Dann seht ihr immer, wenn der Edelstein greift, dann kommt er hier so neben eure Ausrüstungseffekte. Hier war jetzt zum Beispiel eine 2%ige Chance auf Unterstützung durch 150 reisende Ritter im Innenhof. Und ja, dann habe ich die 150 reisenden Ritter bekommen, weil der Edelstein nun mal gegriffen hat. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, 151 Mann verloren. Dabei war es nur einer, denn die 150, die stehen dann halt hier immer als verloren gegangen. Ja, da habe ich echt einen Schock bekommen. Habt ihr bestimmt auch schon erlebt, ne? So, ich bin gerade unterwegs, ja, den I Lord of War, der hat ja mal bei uns in der Allee gespielt, aber der spielt jetzt nicht mehr. Deswegen ist das so mein tägliches Sabotageopfer. Und ja, dann sind ganz schnell meine Sabos wieder da. Und ich muss mal eben den Chat hier zumachen. So, genau, das besondere Angebot. Im Moment ist der Technikus schon wieder da, aber diesmal werde ich es nicht tun. Ihr seht, hier haben wir den Edelstein ja eingebaut. Und warum ist denn das Amulett des Wasserdrachen nur auf +2? Das müssen wir ändern. Ach so, der war letztens nicht da, genau deswegen. Der ist auf +5, +5, +6. Plus 3. Ja, das ist mit den Rohstoffen plündern und so. So, ich versuche es nochmal. Und wieder erfolgreich. Sehr gut. Jetzt ist er auf plus 4 und einmal noch und wieder erfolgreich. Sehr geil. Plus 5. Ja, bis ich nicht genug Kohle habe, muss diese plus 5 reichen. Warte mal, wie weit können wir denn nochmal hier ausbauen? 20 Mal. Genau. Und jetzt kann ich euch das auch nochmal kurz zeigen. Den hier, den können wir nämlich nur 16 Mal ausbauen. Und den hier können wir nur 12 Mal. Und genau, bei den anderen ist es dann so,
Achtmal. Und deswegen lohnt sich das auch ehrlich gesagt nicht. Am Anfang klar. Wenn ihr da ein gutes Teil habt und noch ziemlich weit unten seid vom Level her, könnt ihr euch die natürlich auch plussen. Die 550 Gold sind ja auch schnell reingeholt. Naja, manchmal nicht ganz am Anfang, aber wie gesagt, später im späteren Level wirklich dann nur die roten und die legendären Artefakte dann plussen, denn die könnt ihr viel, viel weiter in die Höhe treiben, dann lohnt sich das auch, ne? Ja, wie gesagt, also die Steinbrüche, die kann ich jetzt erst, wenn der Architekt da ist, erst auf 10 machen, genauso wie die Holzfäller. Und das ist aber nicht schlimm. So, wir gucken jetzt mal kurz in Forscherturm. Wir haben ja leider nicht so lange Zeit, dadurch, dass wir Bandicam nicht original haben. Aber ich muss jetzt noch 3 Tage und 4,2 Stunden forschen. Und dann habe ich erstmal meine ganzen Veteranen, die ich jetzt machen kann, habe ich dann fertig. Okay, jetzt werden die meisten wieder schreien: Nein, kannst du nicht, Lay. Du hast die Schwertkämpfer-Veteranen noch nicht erforscht. Natürlich nicht. Aber ich meine jetzt die, die ich so brauche. Na, hier. Streitkolben und Armbrust, also diese gängigen. Und den kann ich sowieso auch erst mit Forscherturm Level 2 machen. Mittlerweile geht ja auch schon Forscherturm Level 3 seit letzter Woche. Ja, und das hole ich mir mal eben. Und ja, kann ich aber leider erst ab Level 47 hochbauen auf Level 2. Und da haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann wird es schon gehen. So, die Quest. Ich bin gerade Quests am machen. Erstmal hier, also Aufbruch zu den Sturminseln. Da kann ich euch auch mal ganz, ganz kurz ein Feedback geben, was wir dieses Mal erreicht haben. Wir haben Platz 6 im Ali-Turnier erreicht. Fand ich sehr, sehr cool. 80.000 Münzen und 5.000 Rubine gab es dafür. Und die Allianz hat 30.000 Rubine gewonnen. Die Allianz hat 30k Münzen gewonnen. Die Allianz hat 25.000 Rubine und 275k Münzen für nochmal 25.000. Ah, Anfrage zu Bündnis. Ja, beim Verschiffen von Aquamarin haben wir Platz 9 belegt und super. Also für so eine kleine Allianz kann ich noch mal ganz kurz zeigen, wir sind 29 Mitglieder. Wir sind ganz selten nur Level 70, das ist nur der Greyco. Und ach, wollte gerade sagen, Morgenrot ist schon Platz 77. Und ja, dann haben wir den Dantes Lord noch. Das ist auch jemand, der hier im TS ist. Das ist vom Lars, von dem Hater ist das der Cousin. Das ist auch ganz nett. Und ja. Ach so, habe jetzt heute Morgen einen guten Tipp vom Lars bekommen. Und zwar sagte der mir: Lay, wenn du jetzt gerade die beiden APs aufbaust, dann mach das doch so, dass du schaust, dass du erstmal einen nach dem anderen aufbaust. Das ist ein guter Tipp und da werde ich mir auf jeden Fall den Stein-AP erstmal richtig ausbauen. Denn der andere, kann ich euch mal kurz zeigen, das ist ja eh mein Angriffs-AP hier. Und da plündere ich natürlich auch immer genug Stein. Also Stein ist hier genug drin. Aber ich muss ja natürlich auch manchmal teilweise, wenn ich Forschungen mache, die Hauptburg dann mit APs versorgen. Später dann im Level, wenn die ganze Produktion irgendwann mal richtig funktioniert, dann brauche ich natürlich die Hauptburg nicht mehr versorgen, denn dann produziert die genug. Aber wie gesagt, wenn du gerade am Forschen bist und noch die ganzen Ausbauten hast und so, jetzt zum Beispiel Feldlager auf Stufe 4, war das, glaube ich, warte mal eben. Feldlager Stufe 4 kann ich jetzt bauen, oder? Ja, Feldlager auf Stufe 4, seht ihr 51k Stein und 45k Holz. Wenn du nebenbei natürlich noch am Forschen bist, ist das eine Menge, ne? So, und dann ist das natürlich ganz gut, wenn du zwei APs hast, die einmal gut Stein und einmal gut Holz produzieren und dann kannst du dir das Ganze verkarren. Ja, deswegen jetzt meine Entscheidung. Ich werde jetzt erstmal den Stein-AP schön hochpushen und dann wird das auch laufen. Ich mache jetzt gerade seit heute Morgen die Abenteuerkarte. Da sind meine tapferen Soldaten gerade unterwegs. Ich muss hier nur Fernkämpfer schicken, denn hier in dem Wegelagerer stehen nur Nahkämpfer. Und leider haben wir hier keinen Ausrüstungseffekt, aber das haben die Wegelagerer ja, glaube ich, auch nicht. Jetzt kann ich leider nicht drauf zugreifen, aber nicht schlimm. So, wir haben neue Musik, die würde ich euch ganz gerne nochmal kurz zeigen. Die ist nämlich richtig cool. Da wird teilweise richtig so eine coole Hintergrundmusik gemacht. Ich hoffe, ihr hört das jetzt, weil jetzt gerade. Vorhin habe ich ja leider auch den Lars und den Coucher nicht gehört und deswegen hoffe ich jetzt, dass dieser Windows 7 Sound jetzt gerade aufgenommen wird. Ihr werdet natürlich alle schon schön gelauscht haben. Dem Lars, der hat ja immer die Krise gekriegt, wenn ich die ehemalige Empire-Musik dann währenddessen laufen lassen habe. Aber hier,
Ich meine, ich habe Papa Fiot mir jetzt hier auf den Laptop gezogen. Ich kann ein bisschen Hintergrundmusik dann laufen lassen. Aber vielleicht ist es auch manchmal ganz schön, dann diese Hintergrundmusik laufen zu lassen, ne? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski!